Hi und herzlich willkommen hier zu diesem Breaking News Livestream auf Sebastians alternativen Realitäten und definitiv ein sehr, sehr spannender Livestream, denn hier ist sie. Das ist die Pimax 8K M1. Ich kann es jetzt endlich sagen, ich bin einer der weltweit 10 Tester und ich habe das Gerät heute erhalten und auch schon unboxed und hier ist es, die Pimax 8K M1. Mann, ey. Also Leute, das war ganz schön spannend und es war echt nicht so einfach, das so lange geheim zu halten. Denn ihr habt es ja hier auf dem Kanal gesehen. Ich habe es wirklich keinem gesagt, nicht auf meinem englischen Kanal, nicht auf dem deutschen, nirgendwo. Ich habe mich dran gehalten an das, was Pimax mich gebeten hat, nämlich davon nichts zu berichten, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie mir das erlauben. Und das ist soeben geschehen. Nachdem ich das Paket bekommen habe, habe ich mal nachgefragt, kann ich es jetzt der Öffentlichkeit sagen? Und ja, ich kann es jetzt endlich sagen und euch auch zeigen. Das ist die Pimax 8K M1. Und ja, ich bin einer der 10 Tester. Super. Also es ist raus. Das wollte ich hier erstmal schon mal loswerden. Ja? Dann, für alle, die noch nicht wissen, was die Pimax 8K ist. Das ist ein ganz neues Headset. Das gibt es noch nicht zu kaufen. Da gab es einen sehr erfolgreichen Kickstarter letztes Jahr. Die haben mehr eingenommen als die Oculus Rift. Damals, inzwischen waren das 4,2 Millionen, was sie eingenommen haben. Und ja, alle Bäcker warten jetzt darauf, dass sie dieses Gerät erhalten. Beziehungsweise nicht dieses Gerät, denn das ist einer der 10 Prototypen, der jetzt in die ganze Welt rausgeht an 10 Tester, wie gesagt. Und diese 10 Tester, ich bin einer davon, werden das Gerät jetzt testen und dann an Pimax zurückmelden, ob sie denn meinen, dass das jetzt schon massentauglich ist. Ja? Ist das jetzt schon gut genug? Ja oder nein? Und wenn sie keine großen Probleme finden, also sie, also ich und die anderen 9, dann wird das in die Massenproduktion gehen und an alle Bäcker versendet werden. Ja? Also sehr, sehr spannend. Das ist also das Pimax 8K M1 Projekt jetzt, ja, um herauszufinden, ist das hier schon gut genug, um an alle Bäcker rauszugehen. Ja. Das heißt, eine große Verantwortung liegt jetzt auf meinen Schultern, denn ich muss das Gerät testen und das werde ich natürlich auch gründlich tun, wie ihr das so von mir kennt. Dann möchte ich euch noch was erzählen und zwar habe ich etwas unterschrieben und zwar ein NDA, ein Non-Disclosure Agreement, wie es so schön auf Neudeutsch heißt. Und zwar, aber meine Testergebnisse gehen nicht an euch, auch nicht an meinen englischsprachigen Verbessern und die negativen News würden sich rasend schnell verbreiten, das wäre natürlich schlecht und deswegen haben sie eben diesen M1-Test gemacht, dass eben 10 Tester intern das testen. Und deswegen werde ich euch kein Review über die Pimax 8K M1 liefern können, bis Pimax das NDA aufhebt und bis sie mir sagen, okay, weißt du was, ja, das Ding ist auch das Ding, was wirklich an alle Bäcker rausgeht. Und dann kannst du deine Reviews testen. Also, meine lieben Freunde, ihr werdet hier kein Review demnächst sehen, auch kein Hands-on-Review. Und also das tut mir natürlich leid, aber es ist verständlich und bitte respektiert das, dass ich euch nicht sagen kann, wie meine Testergebnisse sind. Das ist wirklich alles intern. So, und ich habe allerdings gefragt, ob ich euch die Pimax denn zeigen darf jedenfalls. Ja, und ja, das ist okay. Da habe ich das grüne Licht, ich darf euch die Pimax zeigen. Hier, ich wink mal ein bisschen damit. Und das finde ich jedenfalls okay, dass ich euch jedenfalls die Pimax zeigen kann. Wie werde ich die testen? Ja, deswegen auch jetzt hier nochmal öffentlich. Nochmal öffentlich an alle. Ich werde sie natürlich so testen, wie ich immer meine, alle Headsets teste. Ihr wisst ja, ich habe alle Headsets, alle VR-Headsets und deswegen kann ich die Brillen immer sehr gut vergleichen.
Vielleicht kann ich auch noch mal ganz kurz zu meinem Hintergrund etwas erzählen. Für alle, die es noch nicht wissen, ich bin Diplom-Ingenieur der Informationstechnik. Das heißt, ich weiß wirklich, wie die Geräte funktionieren von innen und von außen. Das heißt, ich kann euch wirklich einen sehr, sehr guten und sehr fachkundigen Test liefern, beziehungsweise Pimax. Und wie werde ich das Gerät testen? Ich werde es natürlich meinem Standardtest unterziehen, ja, also Linsen, Display, God Rays, Komfort, Inhalte, also, naja, ihr wisst das ja, ihr kennt ja meine Tests, ja, ihr kennt ja meine Tests und genauso werde ich es eben auch machen. Dann werde ich natürlich auch alle möglichen Spiele damit testen. Ja, also alles. Ich werde Spiele testen. Ich werde natürlich auch Anwendungen testen. Ja, Big Screen und so weiter und so fort. Gibt es da irgendwelche Vorteile oder Nachteile? Und ich werde auf jeden Fall auch testen, ob man das Gerät auch mit einer GTX 1070 zum Laufen bringt. Ja, denn Pimax hat gesagt, das soll gehen und das werde ich natürlich testen, ja, also definitiv. Und ich möchte euch darum bitten, dass ihr mir doch bitte auch mal in die Kommentare reinschreibt, was ihr denn gerne getestet haben wollt. Was wollt ihr testen? Was wollt ihr, dass ich es teste? Genau, verschiedene Hardware-Anforderungen werde ich testen, ob ihr es mit eurer GTX 1070 spielen könnt und so weiter und so fort. Was wollt ihr noch, dass ich es teste? Ja, also definitiv schreibt es mir unten in den Kommentarbereich rein. Ich werde alles testen, ja. Mein ganzes Leben wird sich jetzt um diese Brille hier drehen. Ist doch klar. Und das wird auf jeden Fall spannend. Dann Explain, genau. Die ganzen Spiele, Horrorspiele, ja, werde ich auch testen. Vielleicht ist es ja noch immersiver mit den 200 Grad. FOV, ihr wisst ja, ich habe das Gerät schon getestet, also nicht jetzt, sondern das V2 Modell hatte ich schon 2 Stunden Zeit mit, das war letztes Jahr, aber das ist natürlich nochmal was ganz anderes jetzt, also die Linsen sind einfach nur unglaublich, schaut euch das mal an, es ist so krass, es ist einfach nur der Wahnsinn und hier mit Velcro, ja, also es vom ersten Eindruck, naja, darf ich vielleicht nicht sagen wegen NDA, aber na, sag ich lieber nicht. Okay, dann wollte ich euch noch was Wichtiges sagen. Ja, also ich bin einer von 10 Testern, was natürlich ein Privileg ist, das ist keine Frage. Und wenn ihr jetzt, also wie soll ich das am besten formulieren? Also ich bin einer von 10 Testern, natürlich ist es ein Privileg, aber ich möchte euch ganz klar sagen, dass ich wegen dieses Privilegs jetzt nicht irgendwie die rosa-rote Brille aufsetze und das Gerät einfach nur hypen werde. Nein, ich werde es knallhart reviewen, so wie ich es bei allen Geräten gemacht habe. Ihr wisst, ich habe die Vive Pro auseinandergenommen, obwohl alle anderen sie gehypt haben. Ja? Und wie ihr wisst, könnt ihr bei mir auf absolute faire und ehrliche Reviews hoffen und sie auch erwarten. Ja, das heißt, obwohl es natürlich ein Privileg ist, dass ich einer von 10 Testern bin, die weltweit das jetzt testen können, werde ich trotzdem sehr, sehr hart, aber fair sein. Ja, denn wenn ich das Gerät jetzt teste und ich würde es einfach jetzt hypen, von wegen, oh ja, oh, das Beste der Welt und alles hier und da und oh, kein Problem, ja. Und dann bekommt ihr, die Bäcker ist in die Hand. Und dann stellt ihr aber fest, oh, das ist ja gar nicht so toll, ja. Natürlich, auf jeden Fall zurück auf die 10 blöden Tester, die das nicht rausgefunden haben. Ja, deswegen, ich werd wahrscheinlich noch kritischer sein, als ich sowieso schon allgemein bin von meinem normalen Test hier. Also, macht euch keine Sorgen, ja, von wegen, der ist jetzt bestimmt total begeistert, dass alles einfach nur gut ist. Nein, ich werde dieses Gerät sehr, sehr kritisch testen. Und also alles dabei. Jetzt kann ich euch ganz kurz das Gerät zeigen, aber auch leider nicht in
in den tiefsten, also ich kann euch jetzt nicht hier in Devs ein Hands-on geben, ja, darum wurde ich auch gebeten, ich darf es euch zeigen, ich kann euch einiges zeigen und ja, es gibt einen Kopfhörereingang und genau, es gibt einen Kopfhörereingang, es gibt IPD-Adjustment, das wissen wir alle schon, ja, also die Dinger, die wir alle schon wissen, das ist okay und ich habe jetzt ein spezielles Modell, ich habe ein Modell mit Hand-Tracking, ja. Ich habe das Leap-Motion-Modell. Hat hier schon das Hand-Tracking-Modul dran, wie ihr seht, ja. Also es ist jetzt kein Inside-Out-Tracking von wegen, oh nee, ihr braucht nicht hier die Lighthouses. Doch, das ist noch mit Lighthouses, aber das hat schon Hand-Tracking, Leap-Motion eingebaut. Sehr schön. Und ja, ich bin auch mit Leap-Motion in Kontakt, die mir dann genauer sagen, wie ich das teste. Aber auf jeden Fall sehr, sehr, sehr spannend. Also, definitiv könnt ihr sehr, sehr gespannt sein, was hier bei Sebastians alternativen Realitäten in Zukunft noch zu sehen, was es hier noch zu sehen gibt. Ich werde definitiv dazu eine Menge Videomaterial herstellen. Ja, die Frage ist nur, ob ich es zeigen darf. Ich habe auch schon ein sehr, sehr ausführliches Unboxing gerade gemacht, ja, und das ist quasi schon fertig. Ich müsste es nur freigeben, aber das mache ich lieber nicht. Da frage ich lieber nochmal Pimax, ob das in Ordnung ist. Die Box ist sehr, sehr schön, kann ich euch sagen. Ich war sehr, sehr überrascht, als ich die Box aufgemacht habe, ja. Also, ich kann es mal so ein bisschen teasen hier. Die Box, die Verpackung ist also vom Allerfeinsten, ja, also jeder, der irgendwie auf Technologie steht, der wird so glücklich sein, wenn er diese Box sieht. Es ist absolut Hammer. Ja, also Leute, ich bin einer von 10, ich bin natürlich sehr froh, dass ich es endlich jetzt sagen kann. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie kompliziert das war, immer dieses Pokerface aufsetzen zu müssen, als ich euch hier berichtet habe von den ganzen Neuigkeiten, ja. Und ich denke mal, es ist mir ganz gut geglückt mit dem Pokerface. Ich denke mal, die wenigsten wussten, dass ich einer von den 10 Testern bin. Freut mich natürlich, dass ich es jetzt sogar als allererster bekommen habe. Ist natürlich der Wahnsinn. Und ja, ich denke mal, bald werden auch andere Leute das ihre darüber posten und ja, ist schon alles sehr spannend, keine Frage, ist schon alles sehr spannend, aber ich freue mich, aber ich bin jetzt nicht overgehypt oder so, ich sehe einfach, dass ich jetzt eine ziemlich große Last verspüre, eine gewisse Last schon, ist dann natürlich genial, aber eine große Verantwortung, ne, liegt auf mir. Eine sehr, sehr große Verantwortung. Und Oliver Böhm hat's gewusst. Und MoFun hat's geahnt. Jo. MoFun hat's geahnt, genau. Vulkan hat also so richtig, hat das Pokerface nicht funktioniert. Echt? Also ich meine, ich habe schon recht überzeugend das Pokerface aufgesetzt. Das Problem war, dass du nicht Nein sagen konntest. Ja, stimmt, genau. Ich konnte nicht sagen, nein, ich bin kein Tester, genau. Das wollte ich nicht machen, denn, ja, ich bin eher so eine ehrliche Haut, ja. Deswegen konnte ich euch nicht sagen, nein, ich bin kein Tester. Habt ihr noch irgendwelche Fragen? Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, ich lese mal so ein bisschen aus dem Livestream, aus eurem Chat vor, ja. Hoshi, hoffe, dass es was taugt. Vulkanat möchte, dass ich Beat Saber damit teste. Oh Mann, ey, ich werde echt die nächsten Tage von der Bildfläche verschwinden, ey. So viel ist klar. Auf dem Bild bei GBest ist noch ein Standsensor zu sehen. Ein Standsensor? Ich habe keinen Standsensor gesehen. Also ich habe hier das Hand-Tracking-Modul, wenn du das meinst. Das Leap-Motion-Hand-Tracking-Modul. So,
Kopfhörer ist dabei, genau. Lighthouse, jo. Wann kommt mein Fazit? Ja, ach genau, zum Timetable, ja, zum Zeitplan. Wie das aussieht mit der Veröffentlichung und so weiter und so fort. Ich weiß es nicht. Es kommt also ganz drauf an, was Pimax sagt. Wahrscheinlich auch, wie die ersten Tests jetzt ausfallen zur Pimax 8K M1. Keine Ahnung, wenn jetzt alle 10 Tester total begeistert sind und nichts feststellen, dann werden sie vielleicht das NDA eher aufheben, aber ich weiß es echt nicht. Aber guckt euch nochmal diese riesigen Linsen an. Ist das nicht herbe? Mann! Das gibt's ja gar nicht. Diese unglaublichen, krassen Linsen. Herbe. Echt, echt mal krass. Genau, Vulkanat Revive. Genau, werde ich austesten. Thorsten Köthe, kannst du uns ja ganz privat zeigen. Ja, werd einfach ein Patreon. Dann vielleicht zeige ich es in Patreons ja. Die wussten es auch übrigens zuerst. So. Wookie sagt, deine Hände sind Gold wert, nicht waschen. Genau, ich werde diese Hände nie wieder waschen. So, genau. Habt ihr noch was? Kurz mal aufsetzen. Ja, das kann ich natürlich machen. Das kann ich natürlich machen. So. So. Und hier ist es, die Pimax 8K M1 zum ersten Mal aufgesetzt. Ich darf euch jetzt nicht sagen, ob das bequem ist oder nicht. Ja? Wegen NDA und so. Aber aufsetzen darf ich sie auf jeden Fall mal. Vielleicht soll ich meinen ganzen Livestream machen, wo ich die einfach nur auf habe. Und alles dann so in Big Screen sehe, eure Chats. So, Mo Fun, passt die Brille gut in die Brille? Eine Brille gut da rein. Schau mal, wie viel Platz da ist, Mo. Das sieht man jetzt vielleicht nicht so, aber ja, ich werde es testen. Ich kann es jetzt hier live nicht sagen. Das fällt wahrscheinlich unter NDA. Und ja. So. Jörg, dann werde ich mal anfangen zu sparen. Jo, würde ich sagen. Mo, ich bin dein Vater. Genau. So, genau. Schnell was essen, wird in den nächsten Tagen nichts mehr. Und genau. And Jason Sebastian says, how do we get subtitles? No worries, simply go to my English channel, MRTV. Look for MRTV. I'm going to do the same live stream in 15 minutes. Okay, so... Simply go to MRTV, everything in English very soon. Lars, gratuliere, ja, vielen Dank. Wird es da noch ein Deluxe Audio Strap geben? Keine Ahnung, aber ich werde mal die Franken Pimax machen, ja, und einfach mal das Deluxe Audio Strap anschließen, denn Kopfhörerausgang ist dran und alle Anschlüsse hier, ja, alle Clips, die passen perfekt, also Franken Pimax auf Sebastians alternativen Realitäten sehr, sehr bald. Gut, Leute, ja, 60 Leute, die diesen Livestream jetzt hier schauen. Ich denke mal, das ist der absolute Rekord hier auf Sebastians alternativen Realitäten. Und nochmal ganz deutlich, es wird noch mehr Content natürlich über die Pimax 8K M1 geben. Für alle, die gerade es eingeschaltet haben, ja, ich bin einer der 10 weltweiten Tester. Darf euch jetzt noch keine Reviews geben und Fazit und so weiter und so fort wegen NDA. Aber ich habe gefragt, ich darf euch das Gerät zeigen. Hier ist es. Und für alle, die noch nicht hier bei Sebastians alternativen Realitäten ihr Abo dagelassen haben, ja, macht das mal, denn das ist ein sehr guter Kanal. Und es gibt auch etwas zu sehen hier. Petra Lustig, musst du sie wieder zurückschicken? Ich bin einer der normalen Bäcker. Ja, ich bin einer der normalen Bäcker. Das heißt, ich habe dafür bezahlt. Allerdings habe ich eine E-Mail bekommen, dass ich sie wohl zurückschicken muss und dass ich dann im Gegenzug das Modell bekomme, was auch ihr bekommen werdet. Ja, also so wie es aussieht, muss ich es wohl zurückschicken. Dann ist sie schwer? Nö, ist nicht schwer. Aber das sind ja alles so Sachen, die schon bekannt waren und die kann ich euch jetzt auch nochmal sagen, gerne, ohne das NDA irgendwie
ja, ohne da in Schwierigkeiten zu kommen mit dem NDA, das Gerät ist nicht schwer, das ist sogar sehr leicht, das ist wirklich, das glaubt man gar nicht, wie leicht das eigentlich ist, ja. Wie lange läuft die NDA, weiß ich nicht, das können die frei entscheiden. Wenn sie wollen, können sie auch sagen, nö. Das wird nicht aufgehoben, aber das ist natürlich Unsinn. Natürlich werden sie es irgendwann aufheben und dann werden wir weitersehen. Ja, gibt es noch irgendwelche Fragen? Wenn nicht, dann werde ich diesen Livestream gleich beenden, denn ich werde das Ganze nochmal machen jetzt und zwar auf MRTV, meinem englischsprachigen Kanal. Ja? Also, wenn ihr das nochmal auf neu sehen wollt, alles jetzt, dann schaut euch an MRTV, Mixed Reality TV, mein englischsprachiger Kanal, genauso gut wie der deutsche, nur auf Englisch. Ja, also, das ist es. Anschlüsse, DisplayPort und USB. So. Ja, ich weiß, wer den noch bekommen hat, aber ich werde es nicht jetzt sagen. Das überlasse ich den Leuten, denn ich will denen ja ihren Spaß auch nicht verderben. Ja, also ich weiß es, aber ich sage es jetzt nicht, wer den noch bekommen hat, aber das erfahrt ihr ganz bestimmt auch ganz bald. So, ja, ich denke mal, das war's. Also Leute, ja, ihr wisst, hier geht es um VR und AR. Würde mich freuen, wenn ihr auch vielleicht anderen VR-Verrückten mal über diesen Kanal berichtet, damit der so schnell wächst, wie er jetzt wächst und noch schneller. Also er wächst wirklich sehr, sehr schnell. Das freut mich natürlich, schon über 1000 Subscriber. Aber ich würde natürlich noch gerne noch ein paar mehr haben, die sich für VR interessieren. Deswegen definitiv erzählt anderen davon. Und genau, der MoFun VR hat auch eine bekommen. Auch sein Kanal unbedingt subscriben. Ja, MoFun VR, super Kanal, macht Spaß. Und ja, ich denke wirklich, dass das jetzt war. Ich will zwar noch ein bisschen länger mit euch sprechen, aber ich habe einen Termin mit meinen englischsprachigen Subscribern auf MRTV. Auf MRTV. Ich bin schon ganz durcheinander hier, mein Gott. Es war heute alles sehr, sehr spannend. Also Leute, wenn euch das hier gefallen hat, dann Daumen nach oben natürlich. Und wenn ihr hier noch nicht abonniert habt, dann abonniert den Kanal. Ich freue mich drauf, euch in der nächsten Episode wiederzusehen. Bis dahin, macht's gut. Ciao.